Vorsicht vor meiner Magie! Sie ist sehr explosiv! Sehr explosiv! Hey everybody! Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu Feuer Mitternacht. Ich wollte einfach mit diesem Knall nochmal hier einsteigen, Freunde. Absoluter Wahnsinn. Ihr habt sicher mitbekommen, wo wir sind. Wir sind in Meltor! Aber Meltor ist leider nicht so spektakulär, wie wir es uns alle erhofft hatten. Zumindest bis jetzt nicht. Wer weiß, was wir noch in dieser wunderschönen, alten, ägyptisch angehauchten Tempelruinenstadt Gdönsen noch so finden werden. Ja, was ist hier passiert? Wie gesagt, wir sind hier in der Wüste unterhalb von Barit. Ich konnte die verdammte Truhe nicht aufmachen. Ich wollte doch nur wissen, was da drin ist. Kommt man da überhaupt nochmal hin, Freunde? Das ist einfach nur wieder eine Foltertechnik, eine verspätete. Nun ja. Jedenfalls, unsere gute Laura ist abgehauen. Zumindest den beiden hier, weil die ist mit den beiden hier runter geflüchtet, weil die irgendetwas gesehen haben. So ein heller Stern am Firmament. Ich glaube, da ist was. Da müssen wir hin mit Goldmirren, Weihrauch und was auch immer. Und Laura ist in dem Tempel da drin, der magisch versiegelt wurde. Den ich mit Supermagie, nämlich der allerbesten Magie, der Explosionsmagie, gerade geöffnet habe, um nach ihr zu suchen. Was auch immer sie da drin macht. Und naja, irgendwie ist Zordak, das ist eine ganz komische Sache. Guckt sich am besten nochmal an, was da passiert ist. Mein Kopf ist so durcheinander. Die zwei da unten haben da irgendwie als Zordak gesehen oder was auch immer da los ist. Ich blick's gar nicht mehr, Freunde. Dieses Game ist so verwirrend, das ist der absolute Wahnsinn und ich drehe hier völlig am Rad. Und ihr in den Comments auch. Ich find's der absolute Wahnsinn, was in der letzten Zeit in den Comments abgeht. Ihr habt da die übelsten Diskussionen am Start und ich finde das super, Freunde. Es ist zwar nicht alles immer so positiv gerade, aber was ihr da diskutiert da unten, jetzt mal wirklich Klartext, ich finde das super, was gerade abgeht hier auf dem Kanal. Das freut mich riesig, wärmt mein Herz. Ich finde es richtig toll, mit euch diese Reisen hier zu machen. Richtig, richtig toll. Super, weiter so, Freunde. Und jetzt schreiten wir voran. Das wäre erledigt. Auf ins Ungewisse. Gut gemacht, lass uns reingehen. Ich habe auch schon lange nicht mehr so viel gelabert von der Folge. Was ist denn das für ein Höllenlärm? Von dem roten Licht wird man ja ganz schwindelig. Wo sind die Lampen denn? Sorry. Woher kommt dieses Licht und dieser furchtbare Lärm nur? Ja, das habe ich mich gerade auch gefragt. Ich glaube, wir bekommen hier gleich Besuch. Ich weiß. Was kommt jetzt? Oh, unsere Freunde, die Kampfmecher. Super Sache, Freunde. Und wir... Ach, stimmt ja. Wir hatten ja Kanama auch dabei. Die hat halt nichts gesagt, ne? gut, stimmt. Wir sind ja überladen mit Charakteren jetzt hier. Ich würde eigentlich gerne mal auch mit Nylon und Ekdame kämpfen. Oder Ekdama, so heißt sie ja, die Dame. Auch wenn ein paar schon geschrieben haben, dass es eigentlich eine Charakterflut hoch 10 ist, ich finde es gar nicht schlecht, wir haben eine große Auswahl. Das Einzige, was ich wirklich sagen muss, was mich ja ein bisschen nervt, ist, dass ich ja nicht weiß, wen ich für den Endkampf später bereit haben werde. Und deswegen ich nicht weiß, wem ich was geben soll. Das ist aber, naja, Knobeltaktik würde ich jetzt sagen. So schlimm finde ich das jetzt auch wieder nicht. Nach dem ganzen Negativen, das wir hier haben, versuchen wir mal ein bisschen mehr Positive zu finden. Mist, ich hab's weggeklickt. Achso, ich glaube, das hieß... Was ist das denn? Das sind diese lebenden Rüstungen, von denen ich dir erzählt habe. Also nehmen die hier vor allen in Acht. Sie sind stärker, als sie aussehen. Das sind diesmal aber ganz schön viele. Egal wie stark diese Dinger sind, wir gehen durch. Wir geben euch Rückendeckung. Ah, schön. Sehr schön. Cool, das hatte letztens auch jemand angekreidet. Dass man hier eigentlich mehr so durchrushet, das Ganze um wenig, Oh, meine Fresse, macht allen Schaden! Das ist ja der Wahnsinn! Cool! Jedenfalls, dass hier wenig von dem, was gerade passiert ist eben, dass hier Dialoge während den Kämpfen kommen, dass da wenig war. Deswegen finde ich das eine coole Abwechslung. Ich habe nicht geschaut, wie viel Schaden das Ganze jetzt gemacht hat vor lauter Gelaber. Drauf. Okay, jetzt gucken wir mal drauf. Kanama macht mit ihrem normalen Angriff ordentlichen Schaden. Oh, 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 aua, Kopfweh. Erlo, machst du Platz? Meine Fresse! Wie viel Lebenspunkte haben die, dass Erlo so viel abziehen kann? Jetzt habe ich schon wieder nicht drauf geachtet, wie viel da abzieht!
Heute ist es einfach... Ja, vergiss. So, Verteidigung erhöhen. Ja, mach das mal. Und Alan haut wieder drauf. Aua. Geist. Ja, manch einer rennt ein bisschen blöd rum. Ja, der Schaden ist ganz ordentlich. Die Frage ist aber... Bye-bye. Game over. Sehr schön. Spiegel. Ha, das Kind aus dem Kindergarten. Du bist doof, Spiegel, du bist doof. Ja, kennt ihr Freunde, ne? Besser ihr beiden bleibt draußen. Das ist jetzt unsere Angelegenheit. Ja. Stimmt, ihr habt euch nicht geholfen, ihr Schweine hier. So. Hey, Moment mal, immerhin. Schon gut, Nylon. Immerhin haben wir ihnen etwas verheimlicht, das harte Konsequenzen haben könnte. Besser, wir ziehen uns vorerst aus dem ganzen Angelegenheit zurück. Und was ist... Und uns ein weiteres Abenteuer gehen lassen? Na, wenn du meinst. Wiederum. In Ordnung. Wir warten hier auf euch. Wie ist dieser Sordak-Feige denn? Scheiße, werde ich ihn hier versäumen. Was? Moment. Moment. Was steht da? Und wenn dieser Sordak-Feige den Arsch einziehen soll. Okay, die Formulierung habe ich auch noch nie in meinem ganzen Leben gehört, Freunde. Ja, so, dann zieh doch nur mal den Hintern ein. Ist okay. Cool. Das wird nicht passieren. Ich werde mich schon um ihn kümmern. Also los. Ich will diese Truhe. Oh, die bleiben noch stehen. Nicht mal Charaktere, die auf einmal sich Verschwindibus machen. Was war da drin? Ein Kurzschwert. Das könnte nicht für ganz nützlich sein. Ein Kurzschwert. Wir haben doch ein riesen Bastardschwert. Moment. Oh, nein, meins. Sehr gut. Gehen wir nochmal die Ausrüstung durch. Ich weiß, Freunde, manche Sachen dauern halt ein bisschen länger. So, das da. Nope. Der Geist geht runter, aber das brauchen wir ja nicht. Ich kann mir nie merken, wofür Geist da ist. Schreibt es mal in die Kommentare runter, Freunde. Wofür ist Geist in diesem Game da? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Passt. Okay, ich glaube, das passt alles. Yep. Ich liebe es. Zelda-Musik, die so schön beruhigend ist. Und hier passt die Musik endlich wieder. Meine Güte, war das ein Debakel bei dieser Dings-Szene. Da, wo halt alle tot waren. Und da dann eben noch einfach so dran stand, seine Arme ausgebreitet, so... Erhebet euch, denn ich bin Damon, der schreckliche, der mächtige, gutherzige, der barmgütige. So, kann man mit euch noch reden? Ihr wisst, was ich meine. Wo dann die Musik sie nicht repeated hat. Da hat sie sich repeated, weil sie sich nicht zurückgesetzt hat. Goddammit. Keine Sorge, wir halten hier die Stellung. Sei bloß vorsichtig, eine alte Weissagung bei uns heißt, versäume es dir nie, den Rücken freizuhalten. Ich merke es mir. Ich finde es erschreckend, wie ähnlich das und meine Gedankengänge manchmal sind. So arg identifiziere ich mich mit ihm eigentlich mittlerweile gar nicht mehr, aber das stimmt schon, oder, Freunde? Schreibt's mal in die Kommentare. Nein, schreibt's nicht. Ich will das nicht lesen. Oh boy, okay. Moment, jetzt heilen wir erstmal alle. Spiegel, genau, was kann... Absorbiert HP und MP. Für ganz schön günstig Geld. Na, das müssen wir doch nächstes Mal gerade ausprobieren. Also wenn das was bringt, dann ist da und hiermit, mit diesem Move, der absolute Übergott. Denn wenn er damit viel absorbiert, dann ist der Kerl nicht mehr tot zu kriegen. Das finde ich super. Ja, bedingt. Passt schon. Oh Gott, wir konnten nicht mehr einkaufen, ne? Okay, wer kann's brauchen? Alan? Alle anderen nicht. So, können wir nochmal rausgehen? Laura muss hier irgendwo sein. Natürlich können wir nicht rausgehen. Können wir das hier aufsprengen? Die Tür bekomme ich nicht auf. Sie ist versiegelt. Meine Explosionskräfte haben stark nachgelassen. Ich habe zu viel Kraft verschwendet. Na gut. Whatever. Hi da. Da ist ein Speicherstand. Sehr gut. Speichern wir hier. Und looten wieder, was das Zeug hält. Und wir haben wieder was gefunden. Lass mich raten. Uralten Zwieback. Oder zwei Rotwurzeln. Auch gut. Lass ich so gelten. Das sind wahrscheinlich wieder Türen. Yep, sind es. Meine Fresse. Seid doch nicht so aggro, wie die immer so abgehen hier. Ihr seid versiegelt hier seit Jahrtausenden und trotzdem habt ihr so viel Power. Was seid ihr? Wüstenbisam und Sandklaue. Ja, die waren nicht so stark, es sei denn, die sind wieder angehoben worden, ne? Testen wir das Ganze doch mal.
auf einen Charakter. Na gut, eigentlich dürfte es jetzt nichts bringen, da wir voll sind. Voll wie die Haubitzen. Okay, weiter geht's. Alan, mach's sie platt. Ich habe übrigens immer noch keine Ahnung, wann das hier aktiviert wird. Wenn's nicht zu großer Spoiler ist, haut's mir in die Kommentare runter. Wie aktiviere ich dieses Moveset hier? Weil irgendjemand meinte, es ist logisch erklärbar, wenn man darauf kommt, es anzuwenden. Also bitte, schreibt's runter. Ich will's wissen. Ich habe keinen Nerv mehr dafür. Dankeschön. So. Oh, die sind natürlich schneller. Hä? Nicht mehr lange. Ich mach mal Platz. Ihr Schweine, ja. Das wäre ja noch schöner. So. Wow. Wow. Bedenken wir mal. Die Maschinen, unsere blechernen Kumpel, haben so viel Zeug eingebüßt. 600 Schaden. Und die hier nix. Und trotzdem mache ich es wieder. Es ist, Leute, LPN ist Fluch und Segen zugleich. Segen, dass ihr so eine super Community habt wie euch und ich so tolle Sachen mit euch machen kann. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig geil, super cool. Aber man ist abgelenkt wie Hölle und spielt einen größten Murks zusammen. Ja, wir Let's Player haben leider, diese Single bekomme ich nicht auf, haben leider den Fluch, dass wir eigentlich schlechter spielen, als wir wahrscheinlich sind. Das muss man doch mal sagen, oder? Wer stimmt mir zu, schreibt es in die Kommentare runter. Würde mich interessieren, ob ihr auch der Meinung seid oder ob ihr denkt, das ist einfach nur eine Ausrede dafür, dass ich so ein hundsmiserabler Gamer bin. Schreibt es in die Kommentare runter. Ich wollte den Spieler anschauen. Alter, ganz ruhig. Nochmal Spiegel, ich habe nicht aufgepasst. So, passt schon. Drauf und Alan, hau drauf. Okay. Moment. War das eine Fähigkeit von denen gerade? Okay, 100 und 100. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Den Ring da, das ist sogar super. Okay. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. So, alle hauen drauf, weil das alles ist unnötig. Mit da können wir jetzt alles wieder auffrischen. Ganz easy peasy, Freunde. Da müssen wir jetzt keine Sachen verschwenden, wenn es so Gegner sind, die sowieso nichts aushalten. Bye, bye. Dann schauen wir drauf. Ich will wissen, wo Laura ist. Es soll noch ein bisschen was passieren hier. Ohne mein ganzes Rumgelaber. Komm schon. Ich habe die ganze Zeit überlesen, was das Viech eigentlich down gesteigert. Jetzt. Disintegrated! Ja, oder so. Mann, kann er mal. Du nimmst wieder die ganze Spannung weg. Weiße Minze. Lecker. Das ist wieder sehr gut fürs Gemüt. Toller neuer Kampfstab. Den kann ich gebrauchen. Endlich sagt mal wieder jemand, was er braucht. Alan? Heidi-ho. Der ist ein Ticken besser. Dunkelbaum. Was? Robuster Stab aus einem Dunkelbaum geschnitzt. So. Weiter geht die Looterei. Natürlich habe ich recht. Weiße Minze, was tut das nochmal? Ich glaube, das war das mit alle gleichzeitig und so. Nee, das war einfach nur Minze, ne? Eigentlich heißt das Zeug nur Minze. Burka. Nope, das war was anderes. Wo ist es denn? Minze. Da. Oh, da haben wir ganz schön viel. HP der ganzen Gruppe. Stimmt ja. Das war ja das Zeug und die Rotwurzel war die MP. Dürfen, müssen, sollen wir im Hinterkopf behalten, Freunde. Das kann noch sehr wichtig werden, vor allem später im Endkampf. Da bin ich mir sogar mehr als nur sicher, dass das mir wahrscheinlich den Hintern retten wird, weil ich habe das Gefühl, dass der Endkampf overpowered sein wird. Es sei denn, da ist mal wieder super, wie immer. Ich laufe hier jetzt mal außen rum. Kleines Mistviech. Aber cool, ich frage mich gerade, ob das Viech auch hier vorbeigelaufen wäre dann. Wenn ja, intelligent programmiert in dem Fall. Positiv, Mystery Lady. Dündü, rein da. Und jetzt geht's los. Ein Schild, ein Schild. Es ist ein Schild. Haben wir hoffentlich nicht so viele. Mist. Angstschild. Den haben wir doch schon. Und der Alan kann keinen benutzen. Okay. Eeny, meeny, miny, du. So, Schalter umlegen. Das war der falsche Schalter. Was kommt jetzt? Ah, wieder so ein Riesenteil. Okay. Moment. Erstmal
Die Viecher sind mir zu heftig, was das Ganze angeht. Wir hauen erstmal kräftig drauf. So, Alan, zeig, was du kannst. Ich bin so froh, dass ich Alan den Troststein gegeben habe, damit er deutlich weniger MP braucht, um deine Fähigkeit einzusetzen. Alan, das können wir jetzt nicht brauchen. Das können wir jetzt gar nicht brauchen. Okay, auf. Mann, ich will doch nur zu Laura. Ich hab ganz schön viel abgezogen, aber nur HP, glaube ich. So. Was hat das nochmal? Ich weiß, Freunde, mein Kopf ist ein einziges Sieb. Es ist super, nicht wahr? So, let's go. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht platt kriegen. Och Mann, er hat schon wieder Kopfweh. Was ist denn los mit dir, Mann? Alan! Hör auf mit dem Quatsch! Ariel! Drauf! Weil Ariel belebt auch Tote wieder. Ja, Freunde, da hatten wir doch schon den Anhaltspunkt, dass da so super mächtig geil und cool ist. Ne? Durch die Ariel-Fähigkeit. So, jetzt aber Feuersturm. Fackeln wir alles nieder. Komm schon, Alan, mach dir Platz. Ich will doch einfach nur zur Laura. Ich will doch sehen, dass unserer Laura gut geht, oder? Ja, sag ich doch. Mensch. Alan! Jetzt reicht's aber langsam. Der Typ geht mir auf die Nerven. Ariel. Komm schon. Ich habe keinen Bock auf ein Game Over mehr so spät im Game. Wann hatten wir das letzte Game Over? Ich glaube, das letzte Game Over war in der Höhle mit Kayla und Tarian. Genau. Als wir in dieser Lava-Höhle waren und gegen diese Drachen gekämpft haben, wo wir hoffnungslos unterpowered waren. Nicht so jetzt, weil wir sind ja super. Das ist so ein bisschen... Das Blöde ist, ich vermute, dass die jetzt habt ihr auch noch eine Regenerationsfähigkeit. Ich vermute, dass die genauso viel HP haben wie vorhin auch. Und wir kaum Schaden gemacht haben bis jetzt. Aber so wie es aussieht, sind Alan und da ein gutes Team. Tarian haut, glaub, mehr rein? Wahrscheinlich nicht. Alan kriegt eine Heilung und haut drauf. Ich hoffe, das reicht. Komm schon. Fall um. Tu es doch einfach. Kopfnuss. Nein, anfeuern. Ich weiß auch nicht, was gerade in meinem Kopf los ist. Ich glaube, ich habe auch zu viele Kopfnüsse schon abbekommen. Diese überpowerten Angriffe, das ist abartig, Freunde. Ja, ist gut. Dankeschön. Da ist wieder super, obendrauf, Feuersturm. Oh Mann, hier sind gleich alle wieder platt. Einmal komplett Heilung. Na, ja, okay, das geht vor. Und Alan, du bekommst eine Mistel, denn bei dir lohnt es sich. Obwohl, wisst ihr was? Eigentlich lohnt sich eine Minze, eine weiße Minze jetzt. Nicht die Pfefferminze, die weiße Minze. Die da. Nein, das da. Ich kann den Text nicht mehr. Gott, ist das lang her. Die Fanta 4, wer hat die gehört? wer hat die damals gehört? Schreibt mal in die Kommentare runter. Ja, Freunde, so ein bisschen Off-Topic-Talk ist doch auch ganz nett, oder? Erfahre ich ein bisschen was über euch. Komm schon, Alan. Eine Drachenpranke ins Gesicht und Game Overtime. Ne? Komm schon. Unbeeindruckt. Ist ja wohl ein Gag jetzt. Wieso ist das Land gewetzt? Oh, nochmal. Weg mit euch. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ah, wieder eine ganze Folge nur kämpfen hier. Ist ja der Wahnsinn. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-di-di. Dankeschön. Geht doch. Ja. Diese Tür bekomme ich nicht auf. Da steht was an der Wand, aber ich kann es nicht lesen. Ich darf nicht. Ich würde so gern mit euch dahin wollen, aber ich darf nicht. Ich will nicht. So. Irgendetwas hat sich in einen anderen Raum geöffnet. Immer diese Umwege. Ja, seht ihr? Selbst da ist das ganze Leid, hier ganze drum rennen zu müssen. So. Ich glaube, das war drüben. Speichern wir mal zwischen, denn das konnten wir ja lange nicht mehr.
Okay, wo hat sie jetzt bitte... Ah, im Vorraum. Im Vorraum. Hallo, ihr zwei. Habt ihr was bemerkt? Sei bloß vorsichtig. Ja, merke ich mir. Was ist denn hier jetzt los? Ach, wirklich? Oh Mann. Immer diese ganzen Schalter, die man umlegen muss. Und dann liegt da Porzellan im Weg rum, über das man nicht rüberlaufen kann. Moment mal. Moment mal, steht da was oder ist das nur ein Fenster, das nichts sagen in der Gegend rumsteht? Die goldene Mitte! Na super. Das Blöde ist, wir haben keine Anhaltspunkte irgendwo, wie, in welcher Reihenfolge wir das umlegen müssen. Oh. Freunde, diesen Kampf, ich habe keine Nerven gerade. Außerdem muss ich schnell mal hin. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Feuer Mitternacht. Bis dahin, rock your life, everybody! Cheerio! Immer dieses Rumgeballer, ey. Wahnsinn. Dumm-di-dai.